Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, erster Punkt der Tagesordnung ist nicht Maika, sondern wir müssen unserer Gesichtsbehaarung Einhalt gebieten. Mach mal das mal als erstes. Gesamter Bart. Aufpassen, dass es diesmal nicht zu kurz wird. Ich würde sagen Länge 3. Ja, Länge 2 ist ja nichts mehr. Und 4, da wird er wieder reinwachsen. Das sieht gut aus. Und mit den Haaren. Ah, die können wir pomadisieren, aber nicht stutzen. Na gut, sei es drum. Na gut. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als mit dem Psychopathen wieder zu reden. Merke. Blessed are the peacemakers, for they shall be called. Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you or me very well. That's because, cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. Hey! No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. Jetzt sag doch nicht immer fat man. The road in the town, and things are about to get ugly. Yeah, he's Pearson. You know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. Vielleicht nicht, Pearson. Anyway, vielleicht nicht. Somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch, do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. Vor allem nicht, wenn es von Micah kommt. Gotta take. I killed Combe's brother. Long time ago. Then he killed a woman I loved dear. Seid ihr dann quitt? As you say, it's a long time ago. Dutch. Trau nicht, Micah. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Oh, der arme Pearson. Fine. Mount up then, Morgan. Ja, reitet ihr schon mal vor. Ich beschütze euch von hier hinten. Ach, hab ich ein schönes Pferd. Okay, so ein schönes Pferd. So, dann los. Let's go then. Na, ihr seid beides Psychopathen. Da fühle ich mich ja nicht gut aufgehoben in dem Psychopathen-Sandwich. Ich bin die Vernunftschicht, mehr oder weniger. Easy, girl. Können wir nicht Javier, you know, oder Charles mitnehmen? I've been oder beide? Combe for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. Mm. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then, who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hm? Can we really afford to be fighting on all these fronts? Also ich ja, ihr nicht. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den.
with you to cover us. Hm? Okay, just keep calm. Unless I give you a reason not to. Mir gefällt auch nicht, dass ich mich nicht wirklich hier dran erinnere. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, I would walk into hell itself. Ah, das ist freundlich von dir. Ich nehme das als Kompliment. Nicht als Beleidigung, dass ich auch da bin. Also ich hab's gespielt bis, glaub, eine Mission, nachdem wir nach Shady Bay gekommen sind. Also ich müsste es eigentlich kennen. O'Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Sehr gut. Was geht denn mit dem einen Vogel da? Ah, jetzt flattern alle ganz schnell. Too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed. Halt doch die Fresse, Maika. Du lügst doch hier wieder. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Maika might be full of shit. Carl O'Driscoll might be full of shit. Ja. The promise of this great nation. Man created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too. But it's worth trying for. It is worth believing in. Ja, so weit gehe ich mit. Friend? Ich hätte jetzt aber auch gesagt, das ist Bullshit. Try. Das ist nicht die geliebte Realität. Vor allem in Amiland, wo das Geld regiert. All right, Cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Ah, bin ich gespannt. Ah, ich hätte Maika wahrscheinlich einfach ins Gesicht schießen sollen. Ich habe so ein ungutes Gefühl gerade, dass ich das hätte machen sollen. So, dann brauche ich eine Sniper. Seltenes Rolling Block Gewehr, das gefällt mir. Zustand ist gut. Und was habe ich dann noch? Ein normales Rolling-Block-Gewehr, das wahrscheinlich dann meins ist. Weiß nicht, warum das andere seltener ist. Und dann nehmen wir vielleicht noch das Bolt-Action. So. Wieso ist das jetzt so selten? Weil ich es irgendeinem Verrückten abgenommen habe. Muss ich jetzt neben dem Kadaver hier liegen? Ich halt ein bisschen Abstand. Bisschen Abstand. Hey, da habe ich mal Dinosaurierknochen rausgeholt. Aus dem Ölsumpf da. Ölbrunnen. Ich höre von rechts Getrappel. Wir haben Fernglas ausgerüstet. Ich bin jetzt nicht gerade unauffällig. Sollte ich was machen? Jungs, ich bin soweit. Ah, jetzt ging's. Ah, da kommt die Zwischensequenz, auf die ich gewartet habe. Ich könnte ihn einfach erledigen. In a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hm? How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to
to bring you in? Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Hey. Nein, nicht Licht aus. Ich wusste, dass das eine Falle war. Au! Au, 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 au. Entscheidet euch für eine Stelle. Kann mir nicht alles wehtun. Handing him over to the Lords. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella, Colum's right. We can draw them all back. True. Where'd Colum and Patrick head off to? He's escaping! Shoot him! Nein! I got him. Nein! Did I kill you? Not yet. No, of course not. Uh-oh. Not yet. But I will. Das ist nicht gut. Ich glaube, das ist fehlgeschlagen, oder? Nee, anscheinend nicht. Mensch, bin ich robust. Pferdeschatten sieht komisch aus. Also realistisch, aber sieht lustig aus. Finally! Put his weapons over there! Kein Wunder will ich euch die ganze Zeit umlegen. Ihr seid Ärsche. Einfach Ärsche seid ihr. Arthur Morgan. Wie er lebt und gerade noch so lebt. Tell me, fine gun like you, why are you still running around with old Dutch? Could ja, das ist eine gute Frage. Real money. It ain't about the money, Colm. No, no. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. Six-point cabin. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. Töte deine Leute überall. Let me go, Colm, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hang you in. Then disappear. Das klingt nach einem guten Plan. Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. Arthur. I missed you. Ich dich nicht. Au. Au. Wenigstens schlägt ihr auf dieselbe Stelle. Was für ein Arsch. Und zumindest hängen meine Mundwinkel nach oben. In der Situation. Habe ich noch den Löffel? Kann mich frei löffeln. Ein Messer. Komm schon. Ach, eine Feile.
Ach, wunderbar. Und jetzt die Wunde desinfizieren. Und rein damit. Es tut mir mehr weh als ihm. Wahrscheinlich nicht. Komm schon. Ich würde Whisky draufschütten. Ah, Schrot ist auch gut. So, Salz in die Wunde und dann Explosionsgefahr. Shut your hole. I don't want to go to Mexico. I want to go home. Home. Hold on, I'll be back in a minute. What the hell? Alles gut, alles gut. Einer von euch ist schon tot. Hattest keine andere Waffen bei dir? What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Auf meinem Pferd. Wo habe ich denn die Wurfmesser? Ja, alles gut. Da habe ich eine Wurfpistole. Bisschen Geld schadet auch nicht. Na, also. Wo sind die denn alle? Wurfmesser zuerst. What's going on? You're supposed to be holding more. Fuck. Komm schon. Natürlich komme ich davon. Und ich bin richtig schnell. Das ist gut an dem Pferd. Also langsam müsste ich mal was essen. Sehr gut gemacht, Pferd. So viel Munition habe ich leider nicht. Ich hätte mehr treffen müssen. Ich hätte einfach mehr treffen müssen. Boah, das sind aber fiese Leute. Werd mich jetzt noch weniger schlecht fühlen, die auszuschalten. Vorsicht, Arthur! Licht ist aus. Mein Pferd sieht entspannt. Weiß ja, wo ich wohne. Ja, das sieht doch schon wieder nach einer vertrauten Gegend aus. Und da ist hier unser Camp. Dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. Ja, da gehöre ich jetzt hin. You are safe now, Arthur. I got you. You're safe now. That's pretty, it does. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course.
You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Dicke Ficken. Ich mag Schuhhose auch am liebsten. Das sind aber coole Szenen gerade. Na, gefällt mir. Wenige Wochen später. Da war ich ja ganz schön lang außer Gefecht. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Dankeschön. Well, not quite yet, River. Good. Ich hab den Bart gerade getrimmt gehabt. Oh, about the same as you. I'm sorry to hear that. Well, das ist auch meine Standardantwort. Take care of yourself. You too. Ja, wunderbar. Ach, nur Bronze. Was habe ich falsch gemacht? Wahrscheinlich alles. Befreie und verarzte dich innerhalb von einer Minute selbst. Meine Waffen zurückholen. Ohne entdeckt zu werden entkommen. Ich hoffe, ich habe meine Waffen jetzt noch. Oh, bestimmt. Die werden ja gespeichert. Und eine Mission mit Bill. Schauen wir mal auf die Karte, ob wir sonst noch Missionen haben. Sieht nicht so aus. Ich mag's, dass die O'Driscolls mir mein ganzes Geld nicht abgenommen haben. Können wir jetzt wieder ein bisschen was spenden. Guten Morgen, Arthur. Guten Morgen. Du kommst für mich, richtig, Dutch? Natürlich, Sohn. Gut, dass du wieder up in Adam again. Ja, danke schön. Ich glaub dir das jetzt einfach mal. Geld spenden, ungefähr 21 Dollar, beziehungsweise 20 Dollar und 1 Cent, aber kriege ich mit meinen Pfeiltasten auf der Tastatur einfach nicht hin. So, das machen wir noch zweimal und dann schauen wir mal. Dann können wir direkt noch die Mission von Bill machen. 22 sind auch in Ordnung. Ja, keep it coming, du mich auch. So, nochmal. Und das freut meinen Ehrenbalken. Da wird er ganz groß, wenn man den anfasst. Ja, also. Fast ein guter Mensch, würde ich sagen. Ich glaube, dann gehe ich nochmal zum Rasieren. Hi! Ihr Streithähne, ihr. Wo ist Micah? Ich will ihm noch in die Fresse hauen. Bestimmt abgehauen. So, rasieren. Mach mal wieder auf 3. Wunderbar. Die Haare sind jetzt auch so langsam dran. Ah, die gehen noch. So langsam mir beim Schießen nicht in die Augen fallen und ich dadurch nichts sehe, passt das alles ja. So, dann auf zu Bill, würde ich sagen. I guess that I am just some tired old Yankee dreamer in a world I no longer understand. Glaube ich auch, aber du warst doch gerade noch im Zelt. I am starting to think so. Okay. I am starting to fear so. Ja. Pinkertons bounty hunters. It all feels. Alles gut. Wo ist denn der Bill? Morgen. Mr. Morgan. Morning. Well, I'll be cooked myself. Good morning. Good to see you back on your feet. Dankeschön. I know, my dear. How's it going? John? Oh, finally back on your feet. Natürlich ist Bill überhaupt hier. Nee. Da hätte ich lange zu Fuß laufen können. Hey, mein anderes Pferd ist hier. Was ist da passiert? Dachte, das hätte ich bei den in Caliga Hall irgendwo geparkt. So. Ich weiß, ich gehe nicht besonders schnell, aber ich will hier ein bisschen mehr Immersion. Arthur rennt so aus der Hüfte raus. So, jetzt aufs Pferd und dann auf zu Bill. Ja, und du bleibst hier. Bleiben? Ferdinand, du musst hier bleiben. Na gut, kommst halt mit. Button ist ausgegraut. Sorry, girl. Hast ja jetzt wochenlang keinen Zuckerschneck bekommen.
Da arbeiten wir dran. Vorsicht. Vorsicht, Buschwerk. Ja. Routine. Davon haben wir auch noch gar keinen gefangen. Mensch, ich komme einfach gerade nicht zum Jagen. Gibt immer was Interessanteres zu tun oder was Wichtigeres eher. Interessant genug wär's. Ja, ist wieder ein herrlicher Tag. Könnte ich noch ein bisschen das Diesige verziehen und richtig schön aufklaren. Aber wir sind ja nicht so anspruchsvoll. Ich bin seit den Wochen ein bisschen außer Übung. Ist ja gut. Ich wollte einfach den Weg hoch und das Pferd hat sich für so ein Mittelding entschieden. So. Einfach nichts mehr gewöhnt. Gewohnt. Wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. Und du drehst jetzt auch einfach um, Kollege. Reitest in meine Richtung, finde ich überhaupt nicht weird. Naja. Auf zu Bill. Hey, you're okay, girl. Das ist auf jeden Fall there, girl. Richtig feines Pancakechen hier. You're looking real nice today, Bill. Shut up. Oh, da ist Micah. Und Sean auch. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boarding their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so? Yeah. They think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys are not this is on the level. Nah. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right? I could have told you. Oh! Sean, scheiße! Nein! Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Scheiße. Ich mache euch alle platt für Sean. Scheiße. Oh oh. Ja, das verdiene ich für mitten auf der Straße mit dem Mitstehen. Kontrollpunkt neu starten und diesmal strenge ich mich besser an. Boah, die Folge geht aber auf die Stimmung hier. Geht ja echt alles schief. Was habe ich denn? Dynamit noch drei. Oh, fuck. We played you boys like a... Nee, Micah, das haben wir, glaub nicht. Das haben wir, glaub nicht geschafft. Cowards are in the gun store. I'll get the front. You take them back. Schon. Du ist gut, Arthur. Einen Schuss haben wir noch. Real heavy over here, fellas. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und Nummer 3 hat's überlebt.
kann ein Schloss aufbrechen. You're getting sloppy, Morgan. Do you see that window in Sean's skull? Don't talk to me about sloppy. Better in here, not there. Jeden einzelnen von euch würde ich für Sean abknallen. Thinking the Greys might be onto us after all. Now it's sinking in. So much for loot. What damn loot? We ain't getting out of this with nothing. That's assuming we even get. Of course we're getting out of it. This is you and me, Morgan. Ein Glück habe ich der Dai. You call this getting the job done? See that? Those cowards are running away. Wo ist er hingeritten? Looks like most of them. Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find him later. Come on. Ja, lass mich erstmal plündern. Alter Sean. Scheiße, ich mochte den. Fuck, ey. Ja, aber jetzt ist Schluss für euch. Na gut, hier braucht man doch nicht plündern. Only Grays I see left around here is you. So. You want us to come out? We'll come out. Get. Oh, Bill. Guns on the ground now. Both of you. Don't do it. You know we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? Hä? Wieso hat der Erste nicht getroffen? Shit! Gern geschehen, Bill. Oh. Armer kleiner irischer Trottel. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty. But you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what? 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Hurry him proper someplace quiet. Micah? Best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Sind wirklich Idioten. Wirklich Idioten. Vor allem Micah. Fuck, ey. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we're making of things.